So, meine Damen und Herren, erste Show 2024 und das fängt ja direkt gut an. XXL-Bahnstreik, Trump-Erfolge, man möchte das Jahr jetzt schon wieder umtauschen. Und wissen Sie was? Genau die Einstellung ist grundfalsch. Schluss mit immer nur Angst und immer nur Meckern. Ein neuer Spirit ist da. Am schönsten verkörpert durch die Demos der letzten Tage. Rund 1 Million Menschen waren allein am letzten Wochenende auf der Straße nach den Korrektivrecherchen zum Thema AfD und Remigration. Ja, für die Demokratie und gegen das Ohnmachtsgefühl. Was für schöne Bilder, oder? Und was für kreative Plakate. Hier zum Beispiel ein Fan des 1. FC Köln. Nie wieder Faschismus, nie wieder zweite Liga. Ich drücke die Daumen für beides. Oder hier ein ganz neu designtes Logo. Da sind sämtliche Parteiinhalte mit drin und zwar völlig unbeschnitten. Ja. So, die gemeinsame Botschaft an die AfD lautet natürlich, ihr bestimmt nicht, wer Deutscher ist. Das macht das Grundgesetz, auch in Zukunft. Damit wir nicht eines Tages aufwachen und eine ganz böse Überraschung erleben. Guten Abend! Um Himmels Willen! Gut, keiner weiß natürlich, was diese Demos am Ende bewirken. Aber allein die wütende Reaktion von Herrn Höcke war es doch schon wert. Das waren bestellte Massen. Genau. Da ist also bei dem Geheimtreffen in Potsdam mal kurz die AfD-Maske runtergerutscht. Man trifft sich mit Vertretern der neuen Rechten, um die Remigration / Deportation von Millionen von Menschen zu diskutieren. Ja, war ja so. Aber na und? Ja, na und? In zwanglosem Rahmen einfach mal drauf los brainstormen. Wo ist denn bitte das Problem? Jetzt dieser angebliche Skandal um ein privates Treffen in Berlin. Wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann? Eben. Wo sind wir hingekommen? Also, wenn man sich nicht mal mehr privat treffen kann, um das Volk einzuteilen in reinrassige Deutsche und in Bürger mit Abschiebeperspektive, dann ist das nicht mehr mein Reich, Land. Übrigens finden solche Treffen in Deutschland regelmäßig statt. Man träumt gemeinsam von einem ethnisch homogenen Staatsvolk, wo alle einen Opa haben, der Karl-Heinz heißt. Oder so ähnlich, ich weiß nicht. Die AfD ist inzwischen sowas wie der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus. Beim Treffen in Potsdam hat jedenfalls keiner der Anwesenden dem Referenten Martin Sellner widersprochen, dem Posterboy der rechtsextremen identitären Bewegung. Es gibt drei Remigrationszielgruppen. Es gibt erstens Asylanten, es gibt Nichtstaatsbürger und es gibt nicht assimilierte, eingebürgerte Staatsbürger, die zu Unrecht eingebürgert wurden. Und die vierte Gruppe sind Österreicher, die sich hier ungefragt einmischen und denen man zurufen möchte, geh scheißen. So, in derselben Schurkenrunde hat laut Korrektiv Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, gesagt, sein Bundesland müsse für ausländische Restaurants unattraktiver werden. Was er im Nachhinein bestreitet. Weniger ausländisches Essen. Was soll man denn stattdessen futtern? Wahrscheinlich deutschen Döner. Ja, gibt's, natürlich. Klar, man nehme klein gehacktes Eisbein, haut das wabbelige Aas auf ein gutes arisches Schwarzbrot, Sauerkraut dabei, Spreewaldgurke und natürlich statt scharfe Soße ein ordentlicher Schuss Eierlikör. Fertig ist Günnis Original deutscher Döner. Lecker. Ja. Wohlbekomm's. Geht alles. Ja, wir merken, der letzte bürgerliche Tarnanstrich der AfD bröselt dahin. Mehrere AfD-Abgeordnete beschäftigen in ihren Büros sogar Mitarbeiter der identitären Bewegung. Und so sieht das übrigens aus, wenn die junge Alternative Bayern, darunter zwei Landtagsabgeordnete, mal rein privat in die Disco geht. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, wird da gesungen. Können solche Leute, Herr Baumann, Mitglieder der AfD-Jugendorganisation sein? Ich weiß nicht. Die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht. Deutschland den Deutschen heißt, wir haben ein deutsches Volk. Das sind alle, die den deutschen Pass haben, die legal zu uns kommen, arbeiten, unsere Werte übernehmen, ihre Kinder ordentlich erziehen, sind uns alle herzlich willkommen. Ja, so ein Theater. Ein paar Lausbuben haben ihr erstes Bier getrunken. So what? Ne?
Ausländer raus, der Klassiker unter den Nazi-Parolen. Und nicht mal davon will sich der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion öffentlich distanzieren. Keine weiteren Fragen. Die meinten mit Deutschen alle Bürger mit deutschem Pass, ist klar. Bitte? Meinten die wirklich? Hören wir noch mal rein. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Wir meinen natürlich nicht die mit deutschem Pass. Nur Ausländer ohne Schutzberechtigung. Diese Unterscheidung ist uns echt wichtig. Nicht das Doppel werden, wir wären recht. Ah, verstehe. Ja gut, dass wir da noch mal reingehört haben, ne? Dass wir das klären konnten. So, und was jetzt, meine Damen und Herren? Ein AfD-Verbotsverfahren dauert wohl 3 bis 5 Jahre und riecht so kurz vor Wahlen nur nach Hilflosigkeit. Das ist schlecht. Der Grundrechtsentzug für Bernd Höcke klingt verlockend, aber eigentlich wollen wir in einem Staat leben, der niemandem Grundrechte wegnimmt. Okay, die Lehrberechtigung als Geschichtslehrer, die könnte man dem Bernd vielleicht mal entziehen. Als Idee, nur als Idee, ne? Finde ich. Wegen der Kinder. Es muss einem nur klar sein, dass das Prädikat rechtsextrem für viele seinen Schrecken verloren hat in diesem Land. Wie schnell man sich bei so einer Partei doch gewöhnt an offengelebte Gewaltfantasien. Wir müssen den Karnickeln in den Parlamenten den verdienten Nackenschlag versetzen und nicht unseren eigenen Parteikameraden. Jetzt sind sie auch noch gegen Karnickel. Das ist doch die Kameraden. So, natürlich müssen sich alle anderen Parteien fragen, was sie zum Aufstieg dieser Partei beigetragen haben. Idee, statt sich an Demos ranzuhängen, könnten Ampelpolitiker ja auch mal versuchen, ich weiß nicht, für den Anfang 2, 3 Wochen ohne Streit zu regieren. In Stillarbeit. Das wäre die beste Maßnahme gegen rechts, meine Damen und Herren. Und das schließt ja anderes nicht aus. Zum Beispiel den Entzug der staatlichen Finanzierung. Dann hätte die AfD pro Jahr 10 Millionen Euro weniger auf einen Schlag. Müssen sie damit Spenden wieder reinholen. Da fällt mir ein, das könnte doch der Chef von dieser Großmolkerei spendieren, der sich so gerne mit Alice Weidel trifft. In der Bild steht, die korrupten Eliten wollen deiner Lieblingspartei den Geldhahn zudrehen. Was? Beruhig dich erstmal und gönn dir einen schönen Milchreis von Meier. Von jedem Becher wandern ab sofort 20 Cent in die AfD-Parteikasse. Der Rest geht an die Reichsbürgerbewegung. Milchreis von Meier. Wenn der kleine Höcke kommt. Alles Meier oder was? Ja, muss man über Spenden ausgleichen. Wenn es dazu kommt, ist auch ein ganz schwieriges Verfahren. Dabei ist ja schon seit 1945 abgelaufen. Naja. So, und um das noch mal ganz klarzustellen, selbstverständlich meinen viele in der AfD mit Remigration schon lange, auch die von deutschen Staatsbürgern. Höcke hat dazu, Zitat, wohltemperierte Grausamkeiten versprochen. Und der Spitzenkandidat der AfD für Europa, Maximilian Krah, dieser promovierte Seitenscheitel hier, hat neulich sogar ein Buch drüber geschrieben. Darin beschreibt Krah detailliert seine Remigrationspläne, auch prognostisch, wie er sagt, für die über 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Sein Ziel, den Erhalt des Volkes, damit Deutschland deutsch bleibe. Er setzt auf Kooperation. Setzt er, verstehe. So, 15 Millionen Menschen werden also gegangen. Freiwillig, sagen wir mal. Und ich begrüße Maximilian Krahs Referentin Gisa Flake. Frau Flake, war das denn schlau von Ihrem Chef, das so offen in sein Buch zu schreiben? Ach, Welke. Remigration ist doch unser geringstes Problem. Da bucht man bei Ryanair 15 Millionen Flüge Feierabend. Dieses Land hat ganz andere Sorgen. Nachzulesen in Herrn Dr. Krahs Meisterwerk Politik von rechts. Da beschreibt dieser kühne Vordenker erschütternd präzise nicht weniger als die Krise des deutschen Mannes. Ich habe eine Krise? Guck dich doch mal an. Ich zitiere. Eine große Zahl von gut ausgebildeten, sexuell attraktiven und selbstbewussten Frauen, hallo, konkurriert um eine kleiner werdende Zahl von als Alpha wahrgenommenen Männern. Ob der sinkende Testosteronspiegel der Männer, der steigende Anteil der Übergewichtigen. Wir sind in schlechtem Zustand und das betrifft natürlich vor allem das softe Ökogesocks.
Die letzte Generation hat einfach zu wenig Testosteron. Wer mit weinerlichem Gesicht sich auf die Straße klebt und Angst davor hat, in 50 Jahren zu sterben, der ist wirklich letzte Generation. Malte Sören und seine Soja-Boys brauchen richtiges Leben. Sport, Wettkampf und Testosteron. Malte Sören und die Soja-Boys? Das klingt wie eine ganz schlimme Band. Das sind sie auch, Welke. Insgesamt erleben wir weltweit einen signifikanten Rückgang der Spermienzahl. Ja, auch ihre Spermien lassen sich hängen. Die sitzen da mit ihnen jeden Abend faul vor der Glotze und schwimmen im Kreis. Und das ist das Problem, das Deutschland hat. Meine Spermien, was hat das jetzt mit links oder rechts zu tun? Ruhe! Herr Dr. Krah warnt völlig zu Recht vor der, Zitat, Entmännlichung unserer Gesellschaft. Immer mehr Frauen finden keinen Alpha-Mann. Und immer mehr Männer bleiben, ich sag das jetzt mal ganz offen, ungebumst. Genau dagegen hilft rechte Politik. Denn, Zitat, rechte Politik bejaht echte Männlichkeit und fordert die Räume, in denen sie erlernt und praktiziert werden kann. Vom Fußballclub bis zur schlagenden Studentenverbindung. Wo man sich so gegenseitig mit Säbeln piekst, ist doch voll gefährlich. Mein Gott, widern Sie mich an! Aus Ihnen wird niemals ein deutscher Baum. Rechts heißt, du bist ein Baum. Du hast eine Wurzel. Du bist verbunden mit Ästen. Jedes Jahr blühst du neu und du hast eine Krone, die nach oben in den Himmel zeigt. Deine mächtige Krone zeigt steil nach oben. Sie irrigiert quasi den Himmel. Verzeihung, ich habe mich gehen lassen. Das ist schon okay. Schon okay. Das heißt, und mit dem geistigen Dünnschiss wird man Chefintellektueller bei der AfD? Ach, was wissen Sie denn? Hm? Sie hätten dabei sein sollen, als Herr Dr. Krah neulich den anderen geistigen Titan der AfD getroffen hat. So viel Testosteron im selben Raum. Es müsste eigentlich verboten sein. Danke, dass du heute da bist. Also, du berührst mich in so vielen Dimensionen. Vielen Dank. Danke, Max. Du berührst mich in so vielen verschiedenen Dimensionen. Vergiss es, Soja-Boy. Schade. Gisa Flake, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Und auch heute gab es schon wieder Bauernproteste in Deutschland, zum Beispiel in Berlin. Spannendes Phänomen in diesen Tagen. Achten Sie mal drauf. Jeder liebt die Bauern. Jeder. Wirklich. Es gibt überhaupt keine Partei, die nicht versucht, sich bei den Bauern anzubiedern. Warte mal, da fällt mir ein, das kann ich doch auch. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Kann ich das tragen oder kann ich das tragen, meine Damen und Herren? Ja. Ah, komm. Ja. Alle biedern sich bei den Bauern an, dann mache ich das auch. Ja. Bin tatsächlich aufgewachsen in Harsewinkel, wo es eigentlich immer nach Gülle gerochen hat. Und zwar nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch draußen. Ja. So, aber von sowas habt ihr Stadtmenschen ja gar keine Ahnung. Genau wie der Scholz, der diese Woche die Grüne Woche besucht hat, wo er quasi als Symbol für seine Agrarpolitik diesen toten Baum gepflanzt hat. Ja, ja. Ja, der Baum war ursprünglich grün, ist aber bei der Rede von Scholz eingegangen. So, Sie werden es sicherlich mitbekommen haben, die deutschen Bauern fordern immer noch die komplette Rücknahme der Subventionsstreichung und machen weiter ordentlich Druck. Haben Sie das gesehen? Wie die neulich in Berlin den Lindner ausgebuht haben? Oh, Alter! Dabei hat der Mann auf der Bühne alles gegeben, um zu sagen, ich bin einer von euch. Ja, ja wirklich. Man denkt ja immer, der Lindner wäre so elitär. Eigentlich ist er quasi Landwirt. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig. Wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe, deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist. Ich bin ein einfacher Mann des Volkes, denn meine Frau hat ein Pferd. Ja, gut, immerhin hat der Herr Lindner da was geerntet als Bauer, nämlich den Spott der wütenden Landwirte. Und
Jetzt achten Sie bitte nur mal auf den Chef des Bayerischen Bauernverbands ganz links im Bild. So geht subtile Körpersprache. Ich bin Vorsitzender einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mittelstand einsetzt. Der Luftverkehr leistet einen Beitrag. Die Regierung selbst, hören Sie mir zu, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Die Rückerstattung wird in den nächsten Jahren nur schrittweise abgebaut. Fantastisch, wirklich. Ganz herzlichen Glückwunsch an den Erfinder des Ganzkörper-Bu. Wahnsinn. Ja, irgendwie gemein, dass die echten Bauern dem Lindner seine neue Rolle nicht abnehmen. Dabei sind die neuen FDP-Plakate dazu so toll geworden. Kennen Sie die? Lieber nicht melken als schlecht melken zum Beispiel. Ne? Plus natürlich Lindners Foto aus dem aktuellen Jungbauernkalender. So, Frage. Wie konnte es zu diesem Debakel kommen? Da wird ohne Absprache, wirklich ohne Absprache mit dem Landwirtschaftsminister ein Sparkonzept hingehudelt. Die Bauern werden überproportional belastet. Es gibt Gegenwind und die Ampel knickt sofort ein. Ja, damit auch der Letzte merkt, dass es nicht zu Ende gedacht war. Hä? Sie mussten halt kurzfristig 17 Milliarden Euro mobilisieren. Ob jetzt solche Runden, wo drei Männer zusammensitzen bis zum Morgengrauen, die Uhr läuft ab, man ist müde, man ist stehen K.O., vielleicht ist auch einer krank und man muss halt irgendwie das mobilisieren. Ob das immer zu den allerbesten Ergebnissen führt, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Habe ich das richtig verstanden? Der Grund für den aktuellen Bauernkrieg ist, die waren müde? Naja, wahrscheinlich sah die entscheidende Staatssekretärrunde kurz vor Weihnachten so aus. So, Leute, die Geschäfte machen gleich zu. Von wem holen wir uns das fehlende Geld? Komm, wir machen es alphabetisch. Berufe mit A. Anwälte. Die Hälfte des Bundestages sind Juristen. Ausländer. Das ist kein Beruf. Vergessen wir A. Berufe mit B. Bauern. Bingo, das ist es doch. Darauf einfach Gülle. Kriegen die eh nicht mit auf dem Land. Haben wir eh kein Internet. Vorbei, warte mal. Hatten die Bauern nicht die stärkste Lobby von allen? Ist es. Die Ampel. Auch nur Menschen, die irgendwann nach Hause wollen. Eben. Ja. Es ist ja so. Alles nur Menschen. Müde. Vielleicht war einer krank. Ja. Gut. Am Ende geht es natürlich gar nicht um die ollen Dieselsubventionen, sondern um Probleme, die viel älter sind. Älter als die Ampel. Stichwort Höfesterben. Das gibt schon seit den 50er Jahren und zwar völlig unabhängig davon, wer gerade regiert in Deutschland. Höfesterben. Im Schnitt machen jedes Jahr 3.500 Betriebe dicht. Nicht zuletzt, weil die Größeren bei uns die Kleinen schlucken und so immer größer werden. Das ist ganz wichtig für die Debatte. Bauer ist nicht gleich Bauer. Ich meine, wir denken ja immer noch an den romantischen Biohof, wo man jedes Schwein mit Namen kennt. Die Landwirtschaft ist handgemacht. Die Tiere werden noch persönlich angesprochen. Fallen muss ich. Du wirst geschlachtet. Ja. Aber, so schön haben es nicht alle Schweine. Ja? Und auch nicht alle Landwirte. Denn Subventionen werden bei uns immer noch nach Fläche gezahlt. Es gibt mächtige Agrarholdings, die im Jahr Millionen kriegen und Kleinbauern, die mit ein paar hundert Euro abgespeist werden. Deswegen ist bei manchen der Frust auch mehr als verständlich. Bei Milchbauern zum Beispiel, die teilweise mit jedem Liter Milch Verlust machen, weil sie den Preis gar nicht selber festlegen. Die sind verpflichtet, ihre Milch an bestimmte Großmolkereien abzugeben und erfahren dann Wochen später, wie viel Geld sie pro Liter kriegen. Die Verhandlungsposition, die ist systematisch so, dass wir, um ehrlich zu sein, gar keine Verhandlungsposition haben. Ja, ich habe kein BWL studiert, aber keine ist eine sehr schlechte Verhandlungsposition. 5 Großmolkereien beherrschen bei uns über 50% des Marktes. Das sind im Milchbusiness die wahren Zitzenverdiener. Ja? Und diese Großen sitzen absurderweise mit den von ihnen ausgebeuteten Kleinbauern im selben Bauernverband. Derweil liegen seit Jahren die Vorschläge der sogenannten Borchert-Kommission auf dem Tisch. Inklusive Subventionen eben nicht mehr nur nach Fläche, sondern auch nach ökologischen Kriterien.
Warum setzt die Ampel das nicht einfach um? Ja, weil sie Schiss haben vor den Bauern. Klar, alle haben Schiss vor den Bauern. Warte mal, das ist doch die Geschäftsidee. Du bist Krankenpfleger? Keinen interessiert, dass du mehr Lohn willst und du fragst dich, warum? Weil du keinen Trecker hast natürlich. Warum denn wohl sonst? Mein Tipp, komm noch heute zu Treckerverleih Welke. Damit deine Forderungen mehr, Achtung, Profil kriegen. Treckerverleih Welke, denn der Traktor ist der entscheidende Faktor. Ja, so, meine Damen und Herren, nicht mehr besten Fall. Jetzt aber endlich mal zur eigentlich schlimmen Nebenwirkung des ganzen Bauernaufstands. Bayerns bestes Comedy-Duo bricht gerade auseinander. Ja, Hubert Aiwanger und Markus Söder. Ja, die Freundschaft ist zu Ende. Sie wetteifern um die Gunst der wütenden Bauern. Söder wurde von denen teilweise ausgebuht in den letzten Tagen. Hubert wird nur gefeiert. Und das ist ja kein Wunder, denn er selber Landwirt und war neulich, und das ist jetzt kein Witz, an nur einem Tag auf 5 verschiedenen Bauerndemos. Wie geht das, fragen Sie sich. Ganz einfach. Aiwanger arbeitet inzwischen mit Doppelgängern. Wie Putin im Grunde. Ja. Christian Ehring zum Beispiel ist heute als Aiwanger-Double im Einsatz. Herr Ehring, Sie sind aus Düsseldorf. Die Aiwanger-Rolle nimmt Ihnen doch keine Sau ab. Was? Schwachsinn! Ey, Aiwanger kann doch im Grunde jeder. Du musst einfach beim Sprechen konsequent alle A's gegen O's austauschen. Fertig. Plus Seppelhut, mehr ist es doch nicht. Oder, Burm? Hupsi, hupsi, hupsi. Siehst du? Ja. Inzwischen beschwert sich die CSU schon über Aiwanger, weil er als Minister gar nicht mehr arbeitet und nur noch demonstriert. Verstehen Sie? Die CSU ist jetzt die Stimme der Vernunft. Och, die hoben doch den Arschofen, die Arschlöcher, do in München. Wecke, der Söder ist bloß eifersüchtig, weil nur der Hupsi weiß, was die Bauern hören wollen. Nämlich, dass die Grünen schuld sind, und zwar an allem. Die Grünen wollen das, wenn sich keine Räder mehr drehen, dann wird kein CO2 mehr ausgestoßen, dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert, dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mao-Bibel lesen und können aufs Sterben warten. Buh! 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 Die Grünen wollen, dass wir alle sterben! Ja, der Aiwanger soll mal vor der eigenen Stalltür kehren als Wirtschaftsminister. Keine Fortschritte beim Mobilfunkausbau in Bayern, bei Entbürokratisierung oder Fachkräftemangel. Langweilig. Immer, Söder ist auch selber schuld. Er wollte unbedingt mit Aiwanger regieren. Und jetzt zeigt der Hubert ihm halt mal, wo der Populistenfrosch die Locken hat. Beziehungsweise wo der Kern im Pudel steckt. Und jetzt benenne ich mal des Pudels Kern. Diese Bundesregierung gibt zu viel Geld aus für Taugenixe. Und deshalb ist kein Geld mehr da für die, die wo arbeiten. Bitte? Er ist doch der, der wo überhaupt nicht mehr arbeitet. Es gibt Klimakleber, die mehr arbeiten als der. Sie kapieren wirklich gar nichts. Aiwanger ist der Geilste. Keiner, wirklich keiner kann am Rednerpult so dermaßen aufreden. Wenn der Aiwanger freestylt, dann kastriert sich das Ferkel vor Begeisterung selber. Und Gott beschütze unseren Franz Beckenbauer. Und ich sage, wir brauchen wieder mehr Beckenbauer und weniger Scholz in Deutschland. Beckenbauer? Was redet der? Ja, da staunt er, der doofe Stadtmensch. Um auf solche genialen Sätze zu kommen, muss man nämlich jahrelang Agrardiesel eingeatmet haben. So. Oh, Scheiße. Nee, da kommt einer von Söders schlechten Doppelgängern. Hau ab! Du Amateur! Hau ab! Hubert Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Ja, los, du Scheißpferd. Hey,